Nachdem wir das letzte Mal doch einige der Nebenquests dieses Spiels beendet haben, darunter auch den unmöglichen Anstieg, der mir sehr viele Nerven gekostet hat, sind wir jetzt wieder zurück im Turm der Stille, einem wunderschönen Gebiet hier in Prince of Persia The Lost Crown. Du brauchst dich gar nicht hinsetzen, Sargon, denn es geht jetzt hier weiter, endlich mit der Story. Der einzige Weg, den wir jetzt tatsächlich noch gehen können, nämlich hier rauf. Und da haben wir auch schon wieder die ersten Zeitkristalle. Da drüben auch noch was. Oh nein. Oh, Fariba ist in der Nähe. Okay, da müssen wir uns aber rüberziehen. Aber geht's da drüben auch weiter? Oder ist das hier nur... So, da haben wir wieder diese fliegenden Köpfe, aus denen dann Eisbomben werden. Okay, gut, da geht's offensichtlich auch nur mit der Dimensionsklaue weiter. Also dann mal hier zu Fariba. Wie bist du hierher gekommen, Mädchen? Hallo, Sargon. Hallo, Fariba. Verleihe mir dein Auge des Wanderers. Ich ergänze die Informationen, die ich über dieses Gebiet habe. So, na schauen wir mal, wie groß ist das hier? Wobei, naja. Also, ich würde sagen, locker die Hälfte haben wir schon. Es ist hier halt ziemlich verschachtelt noch, aber das meiste haben wir schon da unten, würde ich sagen. Ich meine, da gibt es halt dann wieder Wege hier rüber, darüber, dadurch, also das wird sicher wieder mit Fallen und Gegnern gespickt sein, natürlich irgendwo, aber oh, und da ist eine Verbindung in die Oberstadt hinüber. Okay. Hallo, Sargon. Hast du noch etwas entdeckt? Psst. König Darius, König aller Könige, ruht im Turm der Stille. Hier wurden viele Könige und Königinnen zur Ruhe gebettet. Selbst die Götter kommen, um ihnen Respekt zu zeigen. Ja, das habe ich ja eh schon mehrmals jetzt gemutmaßt, beziehungsweise wusste ich es jetzt auch schon aus der Lore hier, dass der Turm der Stille ein eisiges Grabmal ist. Hallo, Sargon. Dieser Ort ragt über der Stadt auf. Der König wollte die Stadt nah an den Göttern bauen. Legenden zufolge kann man vom höchsten Gipfel aus in die Vergangenheit blicken. Manchmal glaube ich, du erlaubst dir einen Spaß mit mir. Hallo, Sargon. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Okay, damit ist es wohl beendet, diese Konversation. Jetzt da auch noch rauf? Glaub schon. Aber wie komme ich darauf? Vielleicht geht's dann nur von da drüben weiter. Ich muss den ganzen Weg dann wieder zurückrennen, ne? Ah, Kacke! Jetzt war ich zu sehr drauf fixiert, dass ich hier raufkomme.
An den Eiswänden kann ich ja keinen Wandsprung machen, stimmt ja. Ah, da oben ist schon wieder so ein Typ mit seinem Sarg am Rücken. Und hier auch. Wie habe ich das geschafft? Okay. Da geht's auch noch rechts weiter. Mist. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Oder gar nicht, auch wenn die Hälfte leider jetzt runtergeflogen ist. Aha, aha, aha. Gut, 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 gut. Hier schon wieder die blauen Kristalle, ne? Ah ja. Denn das da oben? Was da schon wieder glitzert, wie wenn man was aufnehmen könnte, direkt am rechten oberen Bildschirmrand. Ganz weird. Leuchtet das da von oberhalb durch hier? Ja, wahrscheinlich. So, gut, gehen wir rauf oder nach links? Wir gehen rauf. Genau, da war's. Aura des Verlusts.
Das Fragment einer zersplitterten, zeitgebundenen Erinnerung. Man kann ein leises Weinen hören. So, gut. Wie gesagt, es geht rauf, rechts und links. Wuff. Jetzt sind wir ganz rechts schon. Okay, gut. Und da geht's schon mal nicht weiter. Das ist nur ein Rückweg. Rauf geht's aber. Und da ist irgendwo ein Wack-Wack-Baum in der Nähe. Fragt sich halt nur, wo. Wirklich, manchmal ist die Kollisionsabfrage mit den Spitzen von diesen Kristallen ein bisschen blöd. Ein bisschen sehr blöd. Okay, es geht noch weiter rauf. Die drei Gongs. Es ist an der Zeit, dass ihre Körper von allem Fleisch befreit werden. Es ist an der Zeit, dass an der Jinwat-Brücke über ihre Seelen gerichtet wird. Der Turm der Stille bietet den Herrschern von Persien am Abend ihres fleischlichen Lebens einen Ort der Ruhe. 3 Tage hat Rashnu Zeit, um ihre guten und ihre schlechten Taten gegeneinander aufzuwiegen. 3 Gongs aus der Höhe lassen ihre Legende nachhallen. Wenn die Gongs eine Harmonie erreichen, dann öffnet sich das Tor. Und die Stille, die entweicht, trägt die Legende noch weiter hinaus. Ah ja. Rätseltime. So, gut. Und da wäre halt jetzt der Pfad von dem Ganzen. Uiuiuiuiuiuiui. So, gut. Da ist Tür, wo wir diese 3 Gongs benötigen. Gut. Warte. Ja, gut, das haben wir eh gerade gelesen. So, und da oben irgendwo ist der Wack-Wack-Baum. Gut, das ist schon mal sehr nice. Und da ist irgendwo eine Homer-Statue. Na, Kacke. Die wieder mal nicht einfach zu erreichen ist. Vor allem, wenn da wieder schon dauernd diese dummen Köpfe sind. Ja, klar. Und es ist eines der letzten Zeitgefäße hier. Crap. Ich hatte gehofft, ich würde das jetzt noch erreichen. Schade. Okay, da oben waren wir drinnen, gut. Und da sind wir jetzt runtergefallen. Wir hätten uns jetzt darüber kämpfen müssen, ne? So, probieren wir das noch einmal.
Mhm, gut, gut. Also, jetzt, was ist denn jetzt? Jetzt drücke ich immer die falschen Tasten. Schon langsam müsste man meinen, kann ich die Steuerung von dem Spiel. Ach, Sargon, halt dich doch fest! Wieder mal so ein typischer Fall von jetzt ist der Wurm drin. Das geht doch, ist doch nicht so schwierig. Ah ja, früh schon wieder. Oh, und schon wieder sowas. Na, das mag ich ja ganz und gar nicht. Vor allem geht's rauf oder runter? Okay, nur runter. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, aber hier geht es nicht zu den Gongs, sondern das ist einfach alles nur Bonus hier. Gut, da geht's auch noch runter. Zwei, dann eine. Okay. So, was ist in dem Riesenraum hier jetzt? Gut, da ist nichts mehr. Okay, ein Rückweg. Gerade einfach hier durchzukommen. Sargon, bitte! Warum hältst du dich nicht fest? Okay, und dann jetzt noch hier rüber. Du Dreckiger! Bitte! Das war jetzt wieder ein Stunlock hier mit dem Typen. Oh Mann. Nervt mich das ein bisschen, wenn er gerade bei seinen Fußknöcheln durch die Plattform durchrutscht und dann nicht drauf landet, sondern durchfällt. Ja, es nervt mich ein bisschen. Ein bisschen sehr.
Was ist denn hier überhaupt? Oh! War das jetzt schon das letzte? Ich bilde mir ein, uns haben nur noch zwei gefehlt. Ah ja, und da ist der eine Retour weg. Sehr gut. Da geht's auch zurück. Okay. Achso, okay. Und von da wäre ich so gekommen. Ja, genau. Gut. Wenn man alles absuchen will, fällt man halt manchmal irgendwelche Spalten, die keinen Boden haben. So, und da, ja genau, geht's jetzt da runter zurück. In dem Bereich. So, jetzt ist die Frage, ist das hier auch nur eine Verbindung oder ist da wieder Plattforming angesagt? Okay, da kommt man so gar nicht gescheit zurück. Nein, das ist wirklich ein... Oh Gott, nein. Ja, cool. Was kommt hier jetzt wieder? Ja klar, zwei von denen. Oh, da ist einer der Gongs. Also war das doch nicht nur Bonus. Okay. So, und das ist hier der Retourweg. Genau. Ist da noch dahinter weiter? Ah. Geil. Weil irgendwie laut Karte sollte ich da noch ein Stück reinkommen, aber dass die Karte ja in dem Spiel leider ein bisschen buggy ist an manchen Stellen, ist ja jetzt nichts Neues.
Na gut, dann haben wir halt da mal eine kleine Runde gemacht und den ersten der drei Gongs geläutet. So, gut. Wieso? Da muss es doch auch noch irgendwo hier reingehen. Da muss es noch reingehen. Aber ich wüsste hier nichts, wo ich mich anhalten könnte mit meiner geilen Dimensionsklaue. Vielleicht hier? Es sind so viele Sprünge ins Ungewisse, aber da ist sicher noch was. Na, ganz komisch. Vielleicht muss ich mich da auch von oben hier runterfallen lassen. Das könnte natürlich auch sein. So, der dritte Gong ist dann sicher da oben. Ah, der zweite meine ich. Und der dritte ist dann halt hier in dem Gebiet. Ganz klar. Wo sollte er sonst sein? Okay, dann darauf. Das geht, glaube ich, noch schnell. Oder ist hier nur die Homer-Statue? Die ist hier auf jeden Fall. Auch ganz praktisch. Haben wir endlich einmal eine hier. Und die Bürgerliche und der König. Sie kam ins Königreich als einfacher Mensch und verließ diese Welt als edle und geliebte Königin. Niemand weiß, woher Azadeh stammt oder wie sie zum Berg Kaf kam. Königin Azadeh war eine einfache Kräuterkundlerin, doch ihre Heilkunde machte sie schnell in ganz Persien berühmt. Als König Darius erkrankte, konnte keiner der Ärzte und Gelehrten im Königreich die Ursache für seine Krankheit finden. Nachdem sie wochenlang danach gesucht hatten, erschien Azadeh plötzlich am Schlosstor und ersuchte um eine Audienz beim König. Die Wachen verwehrten ihr den Zutritt, doch einer der höchsten Priester fühlte eine starke Aura, die von ihr ausging, und bestand darauf, dass sie den Monarchen sehen durfte. Sie verbrachte Wochen am Bett des Königs und nutzte ihr Wissen über die Natur und die Pflanzen, um ihn zu pflegen. Sie erzählte ihm Geschichten von ihren Reisen und Legenden aus einer längst vergangenen Zeit. Tag für Tag gewann König Darius seine Kräfte zurück. Tag für Tag wuchs seine Zuneigung zu ihr. Aus Zuneigung wurde Bewunderung und aus der Bewunderung erblühte die Liebe. König Darius scherte sich nicht um Azadehs bürgerliche Herkunft. In seinen Augen war sie ein göttliches Wesen, das gesandt worden war, um ihn von seiner Krankheit zu befreien. Ungeachtet der Meinung des Hofes und seiner Berater, glaubte er, dass sie dazu bestimmt war, ihm zu gehören und seine Kinder zu gebären. Königin Azadeh blühte auf und herrschte voller Güte und Anmut. Ihr Volk verehrte sie und sie erwiderte seine Ergebenheit. Doch die Tragödie nahm ihren Lauf, als sie bei der Geburt ihres ersten Kindes verstarb, ein zutiefst betrübtes Königreich und einen trauernden Darius hinterließ, den sein Kummer noch viele Jahre umtreiben sollte. Sie brachte einen Sohn zur Welt, den einzigen lebenden Beweis für die Liebe von König Darius zu seiner Königin Azadeh. Bis heute feiern die Perser Königin Azadeh, eine Bürgerliche, die aus einfachen Verhältnissen in den Rang einer Königin aufgestiegen war. Sie hatte bewiesen, dass für König Darius der Charakter eines Menschen wichtiger war als seine Herkunft oder sein Stammbaum. Sehr schön. Hübsche Geschichte.
Und die nächste Kampfarena. Ja, und hier ist der zweite Gong, ne? Bisschen einfacher zu erreichen. Okidoki, dann würde ich sagen, war das ein durchaus erfolgreicher Part. Wir sind gut weitergekommen. Ich werde mir jetzt offcam noch anschauen, was hier ist. Wenn es was irgendwas Besonderes ist oder Tolles zum Lesen oder so und nicht nur Zeitkristalle, dann werde ich das natürlich zeigen. Falls nicht und es sind nur Zeitkristalle oder sonst irgendwas Unwichtiges, dann passiert das offcam. Und dann geht's hier im nächsten Part zum dritten Gong. Und dann sind wir eigentlich mit dem Turm der Stille praktisch durch. Weil das wird nicht die gesamte nächste Folge brauchen. Und hier oben, ich meine, da passiert sicher wieder irgendwas. Ich meine, hier haben wir den Kopf von Seymour. Hier haben wir den Flügel, einen, der andere Flügel ist ja hier in der Oberstadt und hier unten in den Tiefen hatten wir die Krallen. Einmal hier und einmal hier beim Zugang zur Grube. Na gut, dann danke fürs Zusehen bei Prince of Persia The Lost Crown. Keep gaming.